Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner, ich bin Schmerztherapeut und auf diesem Kanal findest du auch immer Informationen zum Thema Schmerzen, dann zu verschiedenen Schmerzen. Ich habe auch schon Playlists zum Thema Rückenschmerzen, zum Thema Arthrose, Fibromyalgie, Migräne, also ein ganz großes Spektrum. Ich habe mich dabei spezialisiert auf die Themen Bewegung und Ernährung, weil ich eben Sportwissenschaften auch studiert habe und mich aktuell noch im Studium der Ernährungstherapie befinde. Also das sind einfach zwei Dinge, wo man mehr oder weniger mit auch Schmerzen gut therapieren kann. Vor allem zu Bewegungen, zu Übungen gibt es in Bezug auf Schmerzen noch ganz viele Studien, die man sich eben da angucken kann. Und einige von denen haben wir eben auch schon auf diesem Kanal besprochen. Es gibt viele wirkungsvolle Formen der Bewegung. Du findest auch immer mittwochs hier ein praktisches Übungsvideo und die Ernährung kann eben auch bei einigen Schmerzzuständen wirklich Bedeutendes leisten. Bei dem heutigen Thema vielleicht nicht so viel wie bei der Arthrose, wo ich auch schon einen Vortrag zu gemacht habe, den du in der Videobeschreibung findest. Aber heute wollen wir uns ja auch generell einfach über das Thema Yoga mal informieren oder ich möchte dir erzählen, welche Evidenz es denn für Yoga als Intervention bei unteren Rückenschmerzen gibt. Und vielleicht erstmal so eine kleine Einführung, wenn du von diesem Thema wirklich noch gar keine Ahnung hast. Vielleicht auch der Hinweis im Vorhinein, dass ich selber keine klassische Yoga-Ausbildung habe. Also ich bin kein Yogi in dem Sinne, kenne mich also in dem Sinne nur in Anführungsstrichen durch das Lesen von wissenschaftlicher Literatur damit aus, würde aber schon sagen, dass ich einen ganz guten Überblick über das Thema geben kann, auch durch mein Sportwissenschaftsstudium einfach. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, dass Yoga eine philosophische Lehre aus Indien ist. Und da gibt es eben wie bei jeder philosophischen Lehre auch verschiedene Strömungen. Lehre könnte man auch als Lebensweise dann eben übersetzen. Und dementsprechend wäre es auf jeden Fall viel zu kurz gedacht, wenn du dir vielleicht unter Yoga jetzt einfach nur diese typischen Yoga-Übungen vorstellst, die du vielleicht möglicherweise im Kopf hast, wie jetzt zum Beispiel die Cobra oder sowas. Es ist natürlich eine Übung aus dem Yoga, aber Yoga selber beinhaltet, wie gesagt, ganz viele verschiedene Formen von Yoga. Deswegen gibt es auch ganz, ganz verschiedene Übungen und Yoga selber beinhaltet aber auch noch mehr. Im Übrigen, wenn du wirklich Yoga-Lehrer bist, da intensiver ausgebildet bist und mir unterläuft hier irgendein Fehler, dann kannst du das gerne in die Kommentare einmal schreiben. Aber wenn ich vielleicht das gut beschreibe, dann kannst du es auch gerne einmal in die Kommentare schreiben. Vereinfacht könnte man sagen, dass Yoga aus drei Säulen besteht, was man jetzt praktisch ausführen kann, also was man praktizieren kann. Und das sind einmal die sogenannten Asanas, das sind die Übungen. Dann gibt es noch die Dhyanas und die Pranayamas. Und damit bezeichnet man dann eben noch meditative praktische Übungen und eben auch Atemübungen, Atemtechniken. Und wenn man jetzt aus der westlichen Sichtweise, mit der vielleicht eher westlich angehauchten Wissenschaft, so etwas Komplexes wie Yoga untersuchen möchte, dann ist das gar nicht so leicht. In diesem Fall stelle ich euch eine Studie vor, die mit der sogenannten Cochrane Systematic Review Art gemacht wurde. Cochrane ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Ziel verschrieben hat, möglichst gute Studien quasi zu machen, um bestmögliche Evidenz für den medizinischen Zweck zu liefern. Also das sind hauptsächlich sogenannte Übersichtsarbeiten, wo man einfach verschiedene Studien in einem Systematic Review zusammenfasst. Und bei Cochrane legen sie eben wirklich dann sehr, sehr großen Wert darauf, dass sie genau beschreiben, wie sie vorgegangen sind. Das macht man auch bei normalen Systematic Reviews, aber Cochrane Reviews sind quasi dann die Königsklasse der Systematic Reviews und die ganzen Empfehlungen, auch die Leitlinien, die orientieren sich auch großteils dann an diesen Cochrane Reviews. Das heißt, wenn man dort einen Effekt feststellt, dann wird er auch immer bewertet. Ist der jetzt wirklich sicher oder ist der eher weniger sicher oder können wir vielleicht gar nicht sagen, ob das wirklich so ist, weil Studien ja auch eine verschiedene Qualität haben können. Aber wenn ein Cochrane Review quasi sagt, dass es möglicherweise und sei es auch nur mit einer moderaten Sicherheit einen positiven Effekt gibt, dann kann man
schon mit einer relativ großen Sicherheit davon ausgehen, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Und in diesem Fall ging es jetzt eben um Yoga als Intervention bei unteren Rückenschmerzen. Und da kann ich eben einmal Yoga als alleinige Intervention gegenüber einer Kontrollgruppe vergleichen. Ich kann aber auch sagen, hey, wie sieht es denn aus, wenn wir das gegenüber einem normalen Standardübungsprogramm zum Beispiel machen? Oder wie sieht es aus, wenn wir das Standardübungsprogramm plus Yoga machen? Und genau das wurde eben in diesem Fall dann untersucht. Und was man eben dann auch noch gemacht hat, ist, man hat sich nicht nur Studien genommen, wo man jetzt quasi Yoga-ähnliche Dehnübungen in irgendeiner Form gemacht hat, weil das wäre eben dem Thema Yoga eben doch gar nicht so gerecht, weil Yoga eben noch aus mehr Dingen besteht als aus diesen Dehnübungen, sage ich jetzt einfach mal. Man hat aber gleichzeitig auch keine Studien mit reingenommen, die einfach nur einen yogischen Lebensstil mit reingenommen haben oder eben einfach diese Atemtechniken, diese Meditation mit beinhaltet haben, aber eben keine Übungen gemacht haben. Und so hat man, finde ich, eine sehr gute Auswahl eben von Studien, die tatsächlich an das rankommen, wo man dann vermutlich auch als Mensch, der jetzt vielleicht Rückenschmerzen hat, dann wirklich zu jemandem hingehen kann und sagen kann, hey, der hat vielleicht eine Yoga-Ausbildung und der macht mit mir jetzt diese Sachen, die dann vielleicht auch in diesen Studien gemacht wurden. Und ich muss jetzt vielleicht auch gar nicht alles aus dem Yoga machen. Ich muss jetzt nicht mein komplettes Leben umkrempeln und nach dieser philosophischen Lehre leben und habe ja vielleicht trotzdem einen möglicherweise positiven Effekt auf die Rückenschmerzen. Kommen wir mal zu den Ergebnissen, denn das ist ja wahrscheinlich das, was dich am meisten interessiert. Die Ergebnisse zeigen, dass zu verschiedenen Zeitpunkten, das ist auch wichtig bei Rückenschmerzen, denn es gibt eben akute Rückenschmerzen, die so klassischerweise bis zu 6 Wochen klassifiziert werden. Dann gibt es subakute Rückenschmerzen, 6 bis 12 Wochen. Und dann gibt es sogenannte chronische Rückenschmerzen, so in der Literatur meistens so ab 3 Monate. Und da gibt es dann eben die Unterscheidung, wann wirkt denn Yoga? Wirkt es nach 6 Wochen? Oder wirkt es nach 12 Wochen, wirkt es nach 3 Monaten, wirkt es nach 12 Monaten? Und da zeigt sich eben, dass eine Yoga-Intervention im Vergleich zu Abwarten und Nichtstun bei 6 Wochen, bei 3 Monaten und auch bei 12 Monaten wahrscheinlich einen kleinen, aber doch statistisch signifikanten und mit einer relativ moderaten Sicherheit gegebenen Effekt eben aufweist. Warum jetzt ein kleiner Effekt? Klein deswegen, weil vielleicht eben die akuten Rückenschmerzen auch schon nach 6 Wochen von alleine eben besser werden und dass deswegen einfach Interventionen, die man dann macht, zum Beispiel auch andere Übungsprogramme, da möglicherweise gar nicht so den positiven Effekt haben können, einfach weil das Ganze von selber schon besser wird. Das ist wie wenn ich mir den Finger schneide und dann schmiere ich da irgendwie eine Creme drauf, dann hat die Creme vielleicht auch einfach gar keinen Effekt, weil das ja auch von selber recht gut verheilt. Und besonders eben bei den anfangenden chronischen Rückenschmerzen zeigt sich, dass eine Yoga-Intervention da wirklich einen kleinen, aber doch klinisch relevanten, statistisch signifikanten Effekt haben kann und dementsprechend eben als Therapieform gegenüber gar nichts tun gut geeignet ist. Wenn wir das Ganze dann mit einem Standardübungsprogramm, was man vielleicht hoffentlich beim Physiotherapeuten bekommt oder was man bei einem Sporttherapeuten bekommt, was man bekommt, wenn man zum Beispiel eine Rückenschule macht, Funktionstraining oder man geht ins Fitnessstudio oder welche verschiedenen Formen es auch immer gibt, im Vergleich zu so einem Übungsprogramm zeigt sich, dass Yoga nicht besser funktioniert. Also es ist jetzt nicht die beste Methode, um gegen Rückenschmerzen vorzugehen, aber es ist eine, die dann letztlich auch ganz gut funktioniert. Und das zeigt sich auch bei der dritten Betrachtung, wenn wir Yoga plus das Übungsprogramm nehmen, dann ist das auch nicht besser als nur Yoga oder nur das Übungsprogramm. Von daher musst du jetzt auch nicht deinen Zeitplan komplett vollballern und musst ein normales Übungsprogramm plus Yoga machen. Das bringt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber, und damit kommen wir auch so ein bisschen schon zum Fazit, wenn dir Yoga so grundsätzlich zusagt, du da Lust drauf hast, du das mal ausprobieren möchtest, dann kannst du das wahrscheinlich mit einer hohen Sicherheit machen. Und das wird wahrscheinlich auch über kurz oder lang, also ne, ab 6 Wochen bis 12 Wochen und so weiter, dann einen positiven kleinen Effekt auf deine Rückenschmerzen haben und könnte dementsprechend dann einfach ausprobiert werden.
was gibt es jetzt für Nebenwirkungen? Wie bei allen Übungsprogrammen kann es sein, dass sich die Beschwerden im unteren Rücken erstmal leicht verstärken können. Das ist also etwas, was man durchaus erwarten kann, was auch bei anderen Interventionen erstmal auftritt. Meiner Meinung nach kann man das mit einem guten sogenannten Pacing eigentlich recht gut vermeiden. Pacing bedeutet einfach nur, dass man quasi nicht zu wenig macht, aber auch nicht zu viel. Und da hilft einem dann doch auch eine professionelle Anleitung. Also, dass man dann zu einem Yogalehrer, zu einer Yogalehrerin hingeht, die Erfahrung mit unteren Rückenschmerzen hat, aber auch schon vielleicht Erfahrung einfach mit dem Anleiten dieser Übungen, damit man da einfach nicht unbedingt jetzt was falsch macht, aber damit man eben nicht übertreibt und dementsprechend dann vielleicht diese etwas negativen Auswirkungen, wo man dann vielleicht auch erstmal zweifeln könnte, ob das überhaupt das Richtige ist, dass man die dann vielleicht nicht hat. Am besten untersucht sind tatsächlich Hatha-Yoga und Iyengar-Yoga. Das heißt jetzt nicht, dass andere Formen nicht auch funktionieren können, aber die sind einfach so am weitesten verbreitet, am besten untersucht hier in den westlichen Ländern. Und von daher könnte man vielleicht empfehlen, dass man Hatha-Yoga, das ist das, was man im Westen so als klassisches Yoga kennt, oder eben dann Iyengar-Yoga auswählt. Oder wenn man auf die anderen Formen Lust hat, dann kann man die aber gerne auch ausprobieren. Die sind aber einfach nicht so gut untersucht. Letztlich kannst du also Yoga machen. Das wird wahrscheinlich einen positiven Effekt haben. Es ist nicht besser als andere Übungsprogramme, aber es ist eine Möglichkeit. Und wenn du da Lust drauf hast, dann kannst du das eben auch machen. Und die Wissenschaft unterstützt da quasi die Aussage, dass das wahrscheinlich helfen wird. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib in die Kommentare, wie gesagt, wie deine Erfahrungen mit Yoga sind oder wenn hier irgendwas Falsches gesagt wurde über Yoga, dann schreib es auch gerne in die Kommentare. Ich verlinke dir hier gerne auch nochmal Videos zum Thema unterer Rückenschmerz. Die kannst du dir vielleicht auch nochmal angucken, wenn dich das interessiert. Ansonsten bleibt mir nur übrig, dich zu bitten, den Kanal zu abonnieren. Dann tust du dir vielleicht auch selber was Gutes, weil du dann immer up to date bist, was neue Videos zum Thema Schmerztherapie angeht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.